Was ist mit Jetta? Wer ist Jetta? Ihr seid doch ein grauer Wächter, richtig? Wart ihr in Ostagar? In der Korkari-Wildnis? Mein Ehemann ist mit unserem Sohn dorthin aufgebrochen, um den Gesang des Lichts zu den Chasen zu tragen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Ja, bin ich. Habt ihr schon von mir gehört? Entschuldigt, dass ich euch mit meiner Trauer belaste. Der Erbauer stehe euch bei. Ja, weil ich irgendwie das nicht richtig angenommen habe, die Quest. Sonst könnte ich bei ihr jetzt wahrscheinlich liefern, abliefern. Was ist mit Käfeln? Was sollen wir nur tun? Verzeiht, störe ich euch. Ich versuche ruhiger zu sein. Diese Dinger haben meine Mutter fortgeschleift. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist, aber ich höre ständig ihre Schreie. Überall. Wie schrecklich. Ihr armes Ding. Ich wünschte, wir könnten etwas tun, um euch zu helfen. Und jetzt mein Bruder Bevin. Er ist weggelaufen. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich fürchte, sie haben ihn auch erwischt. Ich war bei unserem Haus am Dorfplatz. Er war nicht dort. Den Rest des Dorfes habe ich auch abgesucht. Ich habe ihn gerufen, aber er hat nie geantwortet. Ob er wohl in den Wald gelaufen ist? Diese Sorgen. Er hat außer mir niemanden. Er wollte Mutter retten. Er ist nur ein kleiner Junge. Er versteht nicht, dass sie nicht zurückkommt. Wenn der Narr weggelaufen ist, ist er jetzt tot. Gewöhnt euch schon mal an diese Tatsache. Wow. Wie könnt ihr so etwas sagen? Habt ihr denn kein Herz? Sollen wir sie mit Lügen trösten? Mit dem Tod geht man am besten offen und ehrlich um. Sie passt da irgendwie nicht rein. Das wäre furchtbar. Ich habe nichts. Unser ganzer Besitz ist in unserem Haus. Aber wenn ihr ihn findet, wäre ich euch auf ewig dankbar. Oh bitte, würdet ihr ihn suchen? Ich flehe euch an. Ich würde alles tun, Sir. Wenn ihr Bevin findet, würde ich alles tun. Ich verstehe, wirklich. Ich habe eben Angst um ihn. Schrecklich. Oder sollen Kinder das hören? Aber die Nacht rückt näher. Die Monster kehren zurück und wir sitzen hier und warten auf sie. Ich habe mich für eine Spezialisierung qualifiziert. Na dann. War das nicht F wie Fähigkeiten? War es nicht. Fähigkeiten wie K. Nee, dann war es das. Nee, das. Oder hier? Irgendwo ist es. Zauber und Talente. Fähigkeiten. Inventar. Tagebuch. Karte. Gruppe wechseln. Okay, da kann man mittendrin die Gruppe wechseln. Gut. Bleibt so. Falls einer abhaut. Aber wo ist denn das? Das muss doch irgendwie auf dem Charakter irgendwie. Mensch. Menschlicher Adliger. Krieger. Mm-mm.
Kann ich die jetzt noch mal? Aber zunächst musst du dir einen Ausbilder suchen. Okay. Sieht irgendwie doof aus mit ihrem Helm da. Ja, Helme sind nicht hübsch. Ich kann auch gerne gehen, dann könnt ihr euch einen Scheiß alleine machen. Ach ja, dann ist es ja eine Ehre, dass ihr uns eure großartige Anwesenheit gönnt. Zeigt uns doch später, an welchem Ende man ein Schwert hält. Bevor oder nachdem wir eure Haut gerettet haben. Aber wir weisen niemanden ab, der seine Hilfe anbietet. Ich will keinesfalls als undankbar erscheinen. Tust du jetzt schon. Ich bin Bürgermeister dieses Dorfrests. So wie heute nicht alle getötet und ins Schloss geschleift werden. Ich hoffe wirklich, dass ihr recht habt. Jedenfalls seid ihr hier. Es heißt, ihr übernehmt das Kommando. Wie zu erwarten war. Das sind keine Soldaten, sondern Dorfbewohner, die ihr zu Hause verteidigen. Und sie haben Angst. Eine bessere Ausrüstung würde helfen. Owen hatte nicht genügend Schwerter und die Rüstungen meiner Männer lösen sich bald auf. Wir sind sicher nicht wirklich bereit für den Kampf. Wir tun natürlich unser Bestes, aber ich bin voller Zweifel. Hoffentlich lebe ich morgen noch. Wenn nicht, ist auch nicht schad drum. Unsere wenigen Rüstungen und Waffen müssen sofort repariert werden, sonst muss die Hälfte von uns ohne kämpfen. Owen ist der einzige Schmied hier, aber der sture Narr redet ja nicht mal mit uns. Wenn wir heute Nacht kämpfen sollen, muss der schrullige Irre uns jetzt helfen. Habt ihr den auch schon verärgert? Schloss angreifen, das Tor niederreißen und gewaltsam eindringen. Ich sagte, das sei unmöglich, aber er wollte nicht hören. Er hat sich in seiner Schmiede eingeschlossen. Ich kann ihn nicht zu den Reparaturen zwingen. Er sagt, lieber stirbt er. Nicht vor Anbruch der Nacht oder gut genug, als dass es für einen Kampf reichen würde. Glaubt ihr, ich hätte nicht längst gefragt, wenn es jemanden gäbe? Das wäre hilfreich. Wenn er nicht kommt, stirbt er wie alle anderen. Und welchen Vorteil sollte das haben? Weniger Schmerzen? Hm.
Nein, nein, ich war lediglich eine Laienschwester der Kirche. Und das bedeutet? Ich habe in der Kirche gelebt und gearbeitet, aber kein Gelübde abgelegt. Habt ihr euch also nur daran versucht? Oh nein, Laienschwestern haben gänzlich andere Pflichten. Das ist ein bisschen so wie, von Star Trek, Raumschiff Enterprise, der... Ah, wie heißen die denn? Klingone. So ähnlich. Ist mein Cursor hier? Kümmere dich mal drum. Okay. Dass die aber einen Schurken macht mit ihrem großen Herz. Schon seltsam, oder? Gemischt waren dann. Eindringlinge. Hoffentlich habt ihr einen guten Grund, in mein Haus einzubrechen. Warum habt ihr nicht Gunwort, wo ich geklopft habt? Entschuldigung angenommen. Ich heiße Dwin. Nett, euch kennenzulernen. Und jetzt raus! Überleben. Unsere Vorräte reichen eine Weile. Und meine Jungs und ich können besser mit Waffen umgehen, als es die Narren da draußen jemals lernen werden. Warum? Haben wir die Dorfbewohner etwa je geholfen? Ihr seht durchaus fähig aus. Wenn ihr da draußen seid, werde ich doch gar nicht mehr gebraucht, oder? Danke, aber das ist gierig. Draußen rumlaufen und darauf warten, dass man umgebracht wird, das kann jeder. Es reicht, dass ihr euch hier aufführt, als gehöre euch das Haus. Los, Jungs, machen wir dem ein Ende. Oh, ich wollte eigentlich nicht kämpfen, aber... Wenn's denn sein muss. Werde ich jetzt bestraft? Ach, ein Gauner war das.
Ein Feigling. Komma vier, nicht schlecht. Was gibt's denn hier noch? Sonst gibt's hier nichts. Da ist noch ein Raum. Doch, da gibt's eine Truhe, oder? Die kann ich aber nicht anwählen. Okay. Zum Gemischtwarenladen? Müsste ja denn hier irgendwo sein. Was auch immer ihr wünscht. Das müssen wir mal trainieren. Die Schurkenfähigkeit. Vielleicht ist hier auch ein Rezept. Was kann ich mit dem Fass machen? Warum ist hier keiner? Ich würde gerne was etwas kaufen. Tja. Keiner da in Kanada. In der Kirche schon, ja. Gehen wir mal in die Taverne. Ja, natürlich. Ich glaube, ich bin wieder in die Kirche gegangen, oder? Bantigen, ja. Wo bin ich denn jetzt drin? Na, in der Kirche. Das war die Kirche.
Autsch! Ja, Pfeil hat mich getroffen. Endlich weg. Lass mich in Frieden. Du hast meinen Laden doch schon leer geräumt. Es ist nichts mehr da. Was? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Ich habe schon genug durchgemacht. Sicher nicht. Ich kenne euch nicht und ich will auch nicht. Geht weg. Seid ihr blind? Die Schmiede ist geschlossen. Das Feuer erloschen. Ihr seid hier falsch. Nein heißt bei mir nein. Hinfort, Fremder. Ah ja? Nun, den Mörder Brachen braucht, habe ich für euch dieselbe Antwort wie für ihn. Er soll sie sich selber machen. Ach, bitte. Eine Axt sagt, das werdet ihr nicht tun. Versucht's nur, Plünderer. Hinfort, sagte ich. Versucht nicht, hier einzudringen. Ich kann hier jetzt überreden.